früh am Morgen. Für den langen Wormser Höhenweg steht ein Traumtag bevor. 8,5 bis 9 Stunden Wegstrecke, da lässt man zu Beginn schnell die Hütte hinter sich. Vor der Wegbiegung der letzte Blick auf die Heilbronner Hütte, dann nichts wie los. Das Wollgras auf dem Weg zum Gaschoner Winterjöchle empfängt in dem feuchten Gelände die ersten Sonnenstrahlen. Vom Gaschoner Winterjöchle zum Valschafieler Jöchle ist es nicht weit. Ab hier heißt es nun, zunächst in den Talschluss des Valschafieltals abzusteigen, bevor sich dann der Weg lange Zeit über dem Tal entlang zieht. Die schattigen Stellen sind durchschritten. Es wird heiß. Im ersten Drittel gibt es noch das eine oder andere Bächlein, dessen Wasser dir Erfrischung spendet. Erst an der Alpe am Grasjoch wirst du dann wieder fündig werden. Hoch über dem Valschafieltal kreist ein Steinadler. Der König der Lüfte ist rund um das Montafon wieder gut vertreten. Das gilt auch für die Steinböcke, die fast auf jeder Tour anzutreffen sind. Falls notwendig, hast du mehrmals die Möglichkeit, ins Montafon abzusteigen. Beachte aber, dass du dabei einen großen Höhenunterschied zu bewältigen hast und deshalb ab der Tourmitte die Fortsetzung auf dem Wormser Höhenweg oft die einfachere Lösung darstellt. Die Aussicht heute ist überwältigend. Die markanten Berge des Rätikon und der Silvretta, die du vor Tagen vielleicht sogar bestiegen hast, sind deutlich zu sehen. Der gut zu begehende Bergsteig hat jetzt das Valschafieltal verlassen. Der weitere Weg windet sich nun weit über dem Montafon an den Bergen des Verwalds entlang. Nach weiten Matten geht es auf das östliche Joch unterhalb des Rossberges. Von hier siehst du unten den oberen Alpguessee. Der Bergpfad geht nun weiter bis zum westlichen Rossbergjoch. Hier geht es abwärts in das Blockkar unterhalb des Scheimersch. Im Rückblick ist nochmals das westliche Rossbergjoch zu sehen. Beim Weitergehen zeigt sich dann tief unten das Montafon mit den Orten Gortipol und Gaschon. Nur wenig weiter ist nun auch St. Gallenkirch, der Einschnitt des Gargellnertales, wie nochmals Gortipol und Gaschon zu sehen. Nach einer Biegung sieht man den Bergsteig, wie er sich am steilen Hang des Scheimersch zum Wormser Törl, einem markanten Stein, hinzieht. Mit einem Blick nach Gargellen und im nächsten Bild zur Zamangalpe geht es weiter zum Grasjoch und von da bergauf zum Kreuzjoch. 15 Gehminuten unter dem Kreuzjoch nochmals ein Bächlein zur Erfrischung.
Jetzt auf dem Sattel schweift der Blick nochmals zurück. Auf der anderen Seite ist das Lechquellengebirge mit der roten Wand zu sehen. Und dann stehst du vor der Wormser Hütte. Geschafft. Das frische Vorenburg wartet schon auf dich. Zum Wohl!